Dieses Video beschäftigt sich mit dem Einstellen des Vergasers an Viertaktrollern. Als Demonstrationsfahrzeug dient ein Rex RS 450. Der eingebaute Vergaser ist mit vielen anderen Modellen identisch und die hier gezeigte Vorgehensweise kann analog zu den anderen Rollermodellen ausgeführt werden. Für die Einstellarbeit benötigen wir zwei Schlitzschraubendreher, einen für das Standgas und einen für die Lufteinstellschraube. Der Schaft des ersten Schraubendrehers sollte eine Länge von mindestens 20 cm haben, um einen Ausbau des Helmfachs zu vermeiden. Vor dem Einstellen muss der Motor in jedem Fall auf Betriebstemperatur gebracht werden, also entweder den Motor warm fahren oder im Stand warm laufen lassen. Über die Serviceklappe im Helmfach gelangt man an den Vergaser. Wichtig für das Einstellen ist zum einen die Standgasschraube, über die man die Leerlaufdrehzahl einstellt, und zum anderen die Lufteinstellschraube. Mit dieser wird die Menge der zugeführten Luft für das Leerlaufgemisch beeinflusst. Bei laufendem Motor schiebt man nun den langen Schraubendreher kurz unter der Verkleidung durch und versucht mit etwas Fummelarbeit die Lufteinstellschraube zu treffen. Jetzt geht es an das Einstellen. Zuerst wird die Lufteinstellschraube mit dem Schraubendreher Nummer 1 im Uhrzeigersinn zugedreht. Dabei wird die Leerlaufdrehzahl stark abfallen. Um zu verhindern, dass der Motor ausgeht, wird gleichzeitig mit Schraubendreher Nummer 2 die Standgasschraube im Uhrzeigersinn gedreht, um die Leerlaufdrehzahl zu erhöhen. Wenn die Lufteinstellschraube komplett zugedreht ist, sollte mit der Standgasschraube die Leerlaufdrehzahl so eingestellt werden, dass der Motor gerade noch läuft, ohne abzusterben. Wenn man diesen Punkt erreicht hat, dreht man die Lufteinstellschraube gegen den Uhrzeigersinn langsam wieder heraus. Man sollte jetzt genau auf das Motorengeräusch achten, denn beim Herausdrehen der Schraube wird die Drehzahl steigen. Wenn man an einer bestimmten Stelle angekommen ist, an der die Drehzahl nicht weiter ansteigt, hat man die korrekte Einstellung für die Lufteinstellschraube gefunden. Mit der Standgasschraube wird jetzt wieder die korrekte Leerlaufdrehzahl eingestellt. Sie sollte so gewählt werden, dass sich das Hinterrad im Leerlauf nicht dreht. Es wird vorkommen, dass der Einstellvorgang nicht gleich beim ersten Mal klappt. In diesem Fall einfach nochmal probieren.